Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, wir machen heute mal was ganz anderes. Und zwar ist man ja als jemand, der einen Computer besitzt oder ein Handy und sich für die Modellbahn und Eisenbahn interessiert, immer ein bisschen gefährdet, da irgendwelche Spiele zu spielen, die damit was zu tun haben. Gefährdet meine ich hier in diesem Fall durchaus ernst, weil es gibt ja so diverse, auch kostenlose Spiele. Das hier ist eins davon. Die Rede ist von Rail Nation. Das ist ein Browser-Game, das kann man kostenlos spielen. Inwieweit es kostenlos ist, werden wir dann gleich merken. Und ich möchte euch mal kurz zeigen, um was es da geht und ob es sich lohnt, da sich dort anzumelden oder ob man es doch lieber bleiben lassen sollte. Ja, ich bin jetzt hier in einer Spielwelt, die nennt sich DE04 Kohlekasten. Also es gibt deutlich mehr Spielwelten. Mal gucken hier alle Anzeigen. Ne, Quatsch, war falsch. Da gibt es dann immer Neustarts. Holstentor und Grand Canyon. Ich müsste eigentlich noch mehr geben, aber naja, gut. Wir locken uns das hier mal hier ein. Jetzt spielen. Dann kann es passieren, dass es hier etwas länger dauert. Also da hat man so ein bisschen den Eindruck, die Spielebetreiber haben ihre Server bei Wish bestellt. Also die hissen dann doch gerne mal die weiße Fahne. Also man muss dazu sagen, dass es das Spiel schon viele Jahre gibt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre. Und das scheint mir allerdings so eine Firma zu sein, die hier irgendein Spiel macht und dann ziehen die weiter zum nächsten Spiel und dann wird praktisch hier, ist das also nur noch, naja, Geldkasse. Und, naja, gut. Also das hier ist unsere Spielwelt. Ich kann hier mal rauszoomen. Ist also eine Karte mit lauter Fantasiestädten. Es gibt auch mal Karten, wo dann reale Städte drauf sind. Habe ich also auch eine Runde gespielt. Gibt es allerdings leider nur ab und zu. Und wir haben hier eine Stadt, in der ich jetzt beheimatet bin. Das ist hier Vogtswald. Und da herum gibt es so diverse Anbieter von Gütern. Na, hier haben wir zum Beispiel eine Getreidefarm, an der ich ja sogar auf Platz 2 bin, was den Transport angeht. Man kann in diese Getreidefarm investieren. Wir sehen also hier so ein kleines Zeichen dran. Das bedeutet, dass jetzt hier sozusagen meine Gesellschaft, zu der ich gehöre. Ne? Man kann also hier verschiedene Spieler zur Gesellschaft zusammenschließen, dass die also hier die Mehrheit hat. Das wirkt sich darauf aus, was ich hier von der Wartezeit habe. Das ist also 1 Minute 35. Wenn also jetzt irgendeine andere Gesellschaft kommt und jetzt hier tierisch investiert, ne? Investieren, kann ich jetzt hier 25.000 Euro reinstecken. Dann bin ich ja wahrscheinlich auf Platz 1. Ja, war natürlich Quatsch, ne? Also Transportrangliste ist hier. Und da bin ich viel, viel weiter unten bei Investitionen. Bin ich jetzt hier auf Platz 1. Ja, und dann haben wir hier die Stadt, die braucht bestimmte Güter. Das sehen wir hier. Also einmal Passagiere, die sind jetzt hier voll. Also jeder, der hin oder wegreisen wollte, der ist jetzt angekommen. Und dann haben wir jetzt hier Sportartikel, Autos, Stahlträger und Elektronik, die man möglichst in den grünen Bereich bringen muss. Dann steigt die Stadt eine Stufe auf. Wir sind jetzt im Moment hier auf Platz 9. Das ist jetzt also die Rangliste. Na, also der Abstand zu 10 ist also groß genug. Der Abstand zu 8 ist also auch relativ groß, dass man also kaum da wahrscheinlich nicht mehr rankommen werden. Also wir werden das Spiel wahrscheinlich auf Platz 9 hier beenden. Hoffe ich mal, wenn jetzt nicht so viele da die Lust verlieren.
Ja, dann kann ich, was auch noch wichtig ist, ist die sogenannte Forschung. Also erstmal hier die, sagen wir, den eigenen Bereich. Ne? Hier haben wir also verschiedene Gebäude, die man ausbauen kann. Ich habe jetzt im Großen und Ganzen alles ausgebaut. Das, glaube ich, die Schienenhalle kann ich noch ausbauen für 9 Millionen. Na, also klickt man hier, dann haben wir hier schon dieses Symbol, ne? Sofort ausbauen mit Gold. Da gibt es also eine sogenannte Goldwährung, da kommen wir dann noch dazu. Und es braucht ja 2 Stunden 16, bis er die Schienenhalle ausgebaut hat. Und da ich eh viel zu viel Geld habe, baue ich mal hier noch den Bauhof aus. Das ist eins von den wenigen, die ich überhaupt noch ausbauen kann. Man hat dann noch diese drei Felder. Ups, da war ich ein bisschen schnell. Man hat hier diese drei Gebäude noch. Hier kann man draufklicken, da muss man sich dann irgendein Werbefilmchen ansehen und bekommt dann irgendwas dafür. Das gleiche gilt für die Lotterie. Ab und zu kriegt man mal Lotterielose, die kann man sich allerdings auch wieder für Gold kaufen. Und ja, naja, da gewinnt man dann irgendwas. Diese drei Gebäude, da kriegt man zusätzliches Geld. Also ich kriege jetzt hier in 55 Minuten 416.000 Dollar. Da muss entweder ich oder jemand anderes allerdings hier auf der Hut sein. Und das Feld wird dann grün. Und wenn man draufklickt, dann wird sozusagen das Geld ausgezahlt. Und hier kriegt man dann Bonus. Bonus, das wirkt sich hierauf aus. Also ich bin jetzt hier auf Platz 632. Das ist jetzt nicht berauschend, aber immerhin. Ja, und jedes Gebäude hat also hier eine ganz bestimmte Funktion. Die Bahnhofshalle habe ich jetzt nicht weiter ausgebaut, weil mir so dieser Charme dieser, naja, dieser Regional, na, diesen Kleinstadt, nennen wir es mal Kleinstadtbahnhof, das gefällt mir hier am besten. Wenn ich jetzt hier nochmal klicke, dann kommt so ein hypermoderner, können wir mal gucken, hier bei den Nachbarn, da kommt dann hier so ein hypermoderner Bahnhof raus, das ist ja nicht so meins. Dann haben wir hier einen Lokschuppen, der ist jetzt maximal ausgebaut. Da ist jetzt die Frage, wie viele Züge ich jetzt hier betreiben kann. Das sind jetzt wohl 25. Dann haben wir hier den Bauhof, der hat den Bau beschleunigt, die Schienenhalle, die jetzt dafür verantwortlich ist, also wie viele Strecken ich betreiben kann. Das Labor ist für die Forschung, da kommen wir gleich dazu. Und die Bank ist erhöht dann mein Kontolimit. Ne? Also ich habe jetzt hier 37 Millionen, die jetzt in dieser Spielphase, wenn man also sich gut aufgebaut hat, naja, die kriegt man dann kaum noch los. Ne? Also sie können natürlich alle Loks jetzt hier verkaufen und neue kaufen, dann kriegt man auch das Geld los, aber da habe ich jetzt noch nicht so die richtige Lust. So. Ja, Lizenzhandel. Ich kann Lizenzen kaufen. Habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Wo also ich für irgendeine Ware dann besonders, ja, besonders ein bisschen mehr Geld bekomme. Ja, dann haben wir hinten das Labor. Das auch maximal ausgebaut. Das ist für die Forschung. Das kommt jetzt. Und jeden, also jeden, der sich mit Eisenbahn auskennt, da rollen sich dann so ein bisschen die Fußnägel auf, wenn man jetzt hier so die Namen sieht. Aber ich nehme mal an, dass das hier auch damit was zu tun hat, dass die Firma doch sehr ungerne irgendwelche Lizenzen an die Fahrzeughersteller bezahlen will. Deshalb werden dann hier so, ich nehme mal an, dass das hier Adler sein soll. Wird dann mit Schwalbe und Rabe und Nashorn, also hier die G3, die preußische G3, ist dann hier halt das Nashorn. Ja, das zweite ist, dass das meistens irgendwelche Güterzugloks sind. Also alles, was jetzt hier zum Beispiel, das wäre ja die Baureihe 62, na, das ist halt hier eine Güterzuglok. Na, auch die S10, die wir hier haben, auch Güterzuglok, noch extremer. Ist es hier dann in der Epoche 2, wenn sich denn das hier mal entfaltet? Ja, passiert auch schnell, dass man hier mal einen schwarzen Bildschirm hat. Na, die Lok sollte eigentlich jeder Dampflok-Fan kennen in Deutschland.
Das ist eben hier auch eine Güterzuglok. Also das ist dann so ein bisschen merkwürdig. Ja, die kann man alle erforschen mit diesen Punkten. Also ich habe jetzt hier zwei solche Forschungspunkte. Die kann ich jetzt hier zum Beispiel in eine Lok stecken, die Hydra heißt. Und wo ich jetzt hier die Geschwindigkeit noch ein bisschen aufstocken kann. Wenn ich dann hier, ich habe jetzt 30 von 32, wenn ich die 32 habe, kann ich das quasi einbauen in die Lok. Ja, also da wird dann irgend, was weiß ich, Sicherheitssensor steht dann hier, den kann ich dann einbauen, dann wird die 15% schneller. Ja, und kann natürlich auch in dem Fall, auch das ist wieder eine Güterzuglok, kann dann dementsprechend schneller ihre Frachten befördern. Ja, hier unten kann ich dann Lokomotiven kaufen. Geht im Moment nicht. Ich muss dann erstmal welche ausmustern. Ja, dann haben wir hier die einzelnen Züge. Es ist hier also so gewesen, dass über Weihnachten und Neujahr so viel verschenkt wurde, dass ich quasi hier jede oder fast jede Lok, die es hier sonst für teuer Gold zu kaufen gibt, also hier schon habe. Die habe ich entweder im Lotto gewonnen oder ich bin hier so mit Gold und irgendwelchen Zeug zugeschüttet worden, dass ich die also jetzt hier habe. Die habe ich mir also nicht gekauft. Wir können ja hier mal reingucken, na, was es hier so gibt. Also ich habe jetzt noch 11 Gold. Habe hier meinen täglichen Bonus noch gar nicht abgeholt, sehe ich gerade. Das vergesse ich immer gern. Na, es gibt jetzt hier zwei Lokomotiven zu kaufen. Einmal Valkyra, einmal Icarus. Valkyra sagt mir jetzt nichts, aber Icarus ist natürlich der französische TGW. Für 2500 Gold, da können wir mal gucken, was das kosten würde. 2500 Gold, das wären also 50 Euro, ne? Also 50 Euro für eine virtuelle Lok, die man dann, also ich jetzt noch 7 Tage nutzen könnte, dann sind die 50 Euro weg, ne? Also das ist natürlich, ja. Und dann haben wir hier noch den sogenannten Plus-Account. Das ist, sagen wir mal, kostet glaube 150 Euro, also 150 Gold. Und ja, dann 7 Tage. Na, also wenn wir jetzt hier gucken, 150, das sind also, naja, fast, also ein bisschen reichlich 5 Euro für 2 Wochen. Also ich denke mal, das sollte noch gerade so erträglich sein. Ohne diesen Plus-Account muss ich auch ganz ehrlich sagen, lohnt sich das Spiel nicht. Also das sollte man dann komplett vergessen. Ja, ich werde jetzt hier wahrscheinlich noch 7 Tage aushalten, weil wie gesagt, mich vor allem in den letzten Tagen ich fürchterlich genervt bin, dass der Server sehr oft hier abkackt. Und dann werde ich mir ein neues Spiel suchen und ihr könnt dann, naja, für euch entscheiden, ob euch das antut oder nicht. Gut, eins habe ich noch, eins habe ich noch. Ja, weil, wie gesagt, ich wurde ja hier reichlich mit allen möglichen Zeug beschenkt über Weihnachten. Wenn man Lokomotiven kauft, so, wir gucken mal, fangen wir hier bei der Epoche 1 an. Da haben wir also hier die S10 und wir haben dann praktisch hier, die kann man dann freischalten, wer jetzt länger spielt. Gut, da haben wir eine schwarze und dann haben wir hier irgendwas Amerikanisches, was mir eh nicht so zusagt. Ich muss erst mal gucken, wo das jetzt hier war. Naja, die ist jetzt auch nicht so doll. Irgendwo verstecken sich dann hier auch noch irgendwelche Baureihen, die, naja, die habe ich hier schon freigeschalten. Also verstecken sich dann auch noch irgendwelche Alternativen. 45 statt einer 45 kann ich eine 44 und dann die Mallard. Also ich habe jetzt hier auch die S36 irgendwo gesehen. Es gibt jetzt hier, also 1 und 2 ist Dampf. 3 und 4 ist Diesel.
da gibt es dann immer, ne, hier nicht. Da gibt es dann immer Alternative. Na, also hier kann man auch das Teil sich hören, dass immer dieses blöde Fenster hier aufgeht. Das weiß ich auch so, dass das hier nicht geht. Bei den E-Loks habe ich hier noch was gesehen, weil ich ja auch so ein bisschen Fan von etwas älteren Bahrain bin. Haben wir also hier die E75, die hatte ich natürlich im Einsatz. Statt hier die Österreicher werden mir das hoffentlich verzeihen, hat hier der österreichische Bahnreihe 1044. Ja, es gibt dann auch noch mehr. Also wie gesagt, dass dieses Freischalten, auch das wurde eben zu Weihnachten reichlich verschenkt. Und ich glaube, bei Epoche 6 war auch noch irgendwas. Hier nicht. Ja, ich finde es jetzt nicht. Ach so, ja, jetzt fällt mir es wieder ein. Moment, das war doch nicht Epoche 6, war Epoche 5. Und zwar haben wir hier statt der Bahnreihe 143 haben wir hier. Hä? Ja, eigentlich haben wir jetzt hier das Krokodil, wenn wir die kaufen wollen. Ja, was auch immer. Gut. Also das schwarze Krokodil, meinte ich damit. Gut, so viel erstmal dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und fallt nicht auf solche Spiele rein.